Was ist der größte Fehler, was man als Reishi-Kaffee-Verzehrer, Genießer machen kann? Ich glaube, der größte Fehler ist die Informationssperre. Du bist irgendwie auf Ganoderma-Kaffee aufmerksam geworden. Du hast schon vielleicht eigene Erfahrungen gesammelt und das war's. Ich glaube, das ist ein Fehler. Denke mal ein bisschen mit. Du bist zu Hause, machst irgendwas im Haushalt, tust dort vielleicht was kochen oder ausputzen und im Wohnzimmer, im Hintergrund, läuft irgendein Programm im Fernseher. Und plötzlich sorgt der Moderator wunderbare Heilung durch Reishi-Pilz. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, dass im wahren Leben nie passieren kann. Im Wunderland vielleicht. Weil die Informationen im Mainstream-Media gefiltert sind. Bestimmte Infos findet man dort nie. Diejenigen, wie ich zum Beispiel, die sich seit Jahren mit Vitapilzen beschäftigen, wir haben so viele Erfahrungen. Stell dir vor, wir haben über 900 Partner, meistens in Europa. Und diese Partner haben Erfahrungen mit unseren Produkten und sie erzählen das uns weiter. Also ich könnte stundenlang Erfahrungsberichte erzählen. Aber wenn du nicht mit mir in Kontakt bist, dann bekommst du diese Erfahrungen, diese Infos überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, im Mainstream-Media kann man zufällig, so by the way, diese Infos nicht kriegen. Und wir sagen immer in unserer Zeit, wir leben im Informationszeitalter. Also die Infos sind wichtiger denn je. Ein Info, ob du das hast oder eben nicht, kann zwischen Gewinn und Verlust, zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen Leben und Tod entscheiden. Darum ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man sozusagen die Quelle zu diesen Infos nicht verstopft. Und darum ist wichtig, dass du offen bleibst und mit uns Kontakt bleibst. Natürlich, wenn das eine bewusste Entscheidung von dir und du sagst, na, ich will diese Infos sicher nicht haben, das muss man akzeptieren, das ist okay. Aber dass man, wie soll ich sagen, wenn man glaubt, alles, was im Fernseher läuft, ist automatisch wahr. Oder anders gesagt, alles, was ich brauche, kriege ich vom Fernseher oder von den Zeitungen. Das stimmt auch nicht. Also ich empfehle dir, denke mal ein bisschen darüber nach und bleib nicht im Vorzimmer stehen praktisch. Also wenn du schon einige Produkte von uns verzehrst, glaub mir, da steckt noch viel mehr dahinter. Aber wie gesagt, diese Infos kannst du nur von uns kriegen. Du brauchst online oder offline mit Leuten treffen, die darüber Bescheid wissen. Nicht? Wir haben auch viele Kontakte, viele Therapeuten, die uns gute Erfahrungen erzählen können, sogar eine Empfehlung holen können. Also wenn du irgendein Problem hast, denke mal daran, dass vielleicht wir auch alternative Weise helfen können. Okay, triff deine Entscheidung, auch ich wünsche dir alles Gute.